Was ist Wirklichkeit und was besteht nur aus Bits und Bytes? Mit dem menschlichen Auge lässt sich das kaum mehr unterscheiden. Denn mittlerweile schafft die künstliche Intelligenz reale Welten mit scheinbar realen Gesichtern. Alles per Knopfdruck. Das ist nichts anderes als Text. Ich sitze an meinem Computer, habe die Idee für die Story und ich tippe das ein. Also in diesem Fall habe ich getippt, ein Mann steht alleine in einem Raum im Hotel und erkennt, dass alles verloren ist. Das ist im Grunde genommen genau das, was diesen Umbruch so faszinierend macht, dass wir das erste Mal wirklich mit Text Bilder steuern können. Und das finde ich jeden Tag aufs Neue faszinierend. 2 Monate lang hat Maren Burkhardt an den Fotos gearbeitet, die ab morgen hier im Braunschweigischen Landesmuseum gezeigt werden. Nichts hiervon gibt es wirklich. Kunst bestellt per künstlicher Intelligenz. Eine beeindruckende Technik, die aber auch zur Gefahr werden kann. Im Sinne von Fake News oder Deepfakes ist das wirklich eine Problematik für uns, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, dass man eben nicht einfach blind Bildern, aber auch Texten nicht einfach vertraut, sondern versucht, die Quellen zu hinterfragen. Schauen, wo kommen Bilder her, wo kommen Texte her, wo kommen bestimmte Berichterstattungen her. Denn Fotos sind nur das eine. Mittlerweile lassen sich auch KI-Videos erstellen, die völlig real wirken. So real, dass Filme in Zukunft eigentlich weder Kameras noch Schauspieler mehr bräuchten. Ich glaube schon ganz stark, dass es da sicher bald auch eine Gegenbewegung geben wird, dass es nicht mehr nur rein um wir wollen jetzt versuchen, möglichst viel KI überall mit einzusetzen, sondern dass es da sicher auch, wie es in der Vergangenheit auch schon oft war, dann Gegenbewegungen geben wird. Und ich glaube, das wird sich den Menschen auch nicht nehmen lassen. Also das wird der Mensch weiter für sich beibehalten, dass er einfach was machen möchte. Kunst kommt von Können. Jahrtausende lang waren wir Menschen dafür verantwortlich. Doch das wird sich auch durch die künstliche Intelligenz nicht ändern, glauben zumindest Kunstexperten. Meiner Meinung nach kann die KI unheimlich gut Oberflächen simulieren, aber sie produziert keine Bedeutung. Sie kann ja immer nur darstellen, was sie vorfindet. Und das ist das, was wir Menschen machen. KI ist ein wunderbares Werkzeug, aber am Ende ersetzt sie menschliche Kreativität nicht. Was ist Wirklichkeit und was nur Erfindung? Eine Frage, die die Menschen nicht nur hier im Braunschweigischen Landesmuseum in den kommenden Jahren wohl noch mehr beschäftigen wird.